So, jetzt kann ich es ja kurz sagen. Als ich mit euch an der Oberfläche war, habe ich so einmal auf meine Uhr geschaut und ich dachte, hä, warum nur 5 Minuten? Dann ist mir jetzt eigentlich wieder eingefallen, dass es Los damit geht's. zu tun hat, wie viele Minuten wir noch haben. Und so. Irgendwas riecht hier. Schnüffel, schnüffel. Schniff. Wie ich sehe, spürst du es kommen. Das ist eine seltene Gabe. Echt? Nutze sie, nicht bewegen. Nicht bewegen. Okay. Ach, da vorne kommt sie, guckt. Wenn dich mir jetzt einen Stromschlag gibt, ne? Wir nennen das eine Anomalie, ein neues Phänomen in einer neuen Welt. Ein übles Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. Ich merke das schon. Medikit! Heilige Scheiße, Medikit. Ist da was? Nein. Ach so, wollte nach links, nach rechts, links und rechts schauen. Und ich wollte echt nur mal sagen, es tut mir wirklich... Achtung, die Viecher kommen zurück. Kann ich die Anomalie kommen und die schnipseln einfach? Ich meine, gut, ich muss meine Munition verschießen. Weil das ja Kahn momentan für mich macht. Stillhalten, nicht einmischen. Es tut mir leid, noch mal leid für dass wir so oft gestorben sind, aber es war ein echt scheiß Kontrollpunkt und ich habe bis jetzt dann doch am Ende geschafft. Und so läuft das, eine Live-Demonstration. Ja. Das ist gut. Eva. Oh Gott, da hat jemand Hunger. Auf den Wagen. Der Tunnel vor uns sollte sicher sein. Dort kommen wir leicht hin.
wenn du sagst. Dann lass mich halt. Backst du jetzt im. Ach komm schon, ich dachte ich darf fahren. Artyom, du hast einen hohen Auftrag. Glaubst du wirklich, dass die Polis dir helfen wird? Nee. Oder gibt es sonst nichts mehr, woran du glauben kannst? Du musst nicht antworten. Wir kommen bald an der verfluchten Station an. Die Angriffe der Monster haben nicht nachgelassen. Die meisten Leute haben die Station verlassen. Die übrigen können nirgendwo hin. Die verfluchte Station. Khan führte mich zur verfluchten Station. Der Name war kein Zufall. Die Leute dort waren in einem endlosen Kampf ums Überleben gefangen. Die Station wird wieder angegriffen. Gehen wir, Junge. Die Verteidiger können Hilfe gebrauchen. Komm, hierher! Noch ein Angriff? Ja, sie haben die äußere Verteidigung durchbrochen. Alle Überlebenden sind hier. Ich bezweifle, dass wir den nächsten Tag erleben. Wo kommen die Monster her? Wie immer aus dem linken Tunnel und von der Kreuzung. Habt ihr den Tunnel nicht gesprengt? Wir haben einen Sprengtrupp dorthin geschickt. Der kam aber nie zurück. Und sonst können wir niemanden schicken. Du willst doch deine Station vor dem Untergang bewahren, Artyom. Und hier steht der Untergang bereits vor der Tür. Wir müssen helfen. Finde die Überreste des Sprengtrupps, bring ihre Bombe so weit in den Tunnel, wie du kannst, und dann lauf. Die Explosion wird heftig. Die Kreuzung ist schon einmal begraben worden, aber anscheinend haben die Nosalis sich durchgegraben. In der Nähe war eine Luftschleuse, die ist wohl offen geblieben. Schließe sie oder bring sie zum Einsturz. Ich bleibe hier bei den Überlebenden. Ach ja? Versuche, die Monster zu uns zu locken, wenn es zu viele sind. Ach Gott! Ach, ich glaube, ich nur. Oh Mann. Es ist echt. Wow! Okay, jetzt. Ja, bitte. Bitte meine. Mal einen Moment. Da lang. Ich glaube, ich meine. Sterb. Mir geht's gut. Muss ich da überhaupt hin?
Alter Fuck da! Ich glaube, der will einen Keks von mir. Er will meine guten Kekse. Oh Gott! No! No, 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 du bist hässlich. Ja, ich bin hier. What? Oh fuck it, Alter. Ich hab keine Lust jetzt zu spielen. Hilf! Muss kurz verschnaufen. Geht schon gleich weiter hier. Hallo Teddy. Hier da. Hallo? Ich will keinen Stress. Oh, ist das hier neblig. Ich sehe hier gar nichts. Oh Gott. Ich sehe hier halt gar nichts. Rauchspatten. Mahlzeit. Nur einer bitte. Okay, gut. Er will mit mir spielen. Freunde, stopp, ich muss kurz Filter wechseln. Ich habe doch gerade Filter gewechselt, warum? Mama! Ich bin wieder hier! Ich werde nicht mehr mit dir gehen. Ich werde hier gebracht. Die Tunnels sind eingestürzt. Wenn du zur Police willst, musst du eine Umleitung nehmen. Von hier aus kommst du zur Waffenkammer. Und danach musst du durch Stationen der Roten und der Faschisten. Gehen wir.
Sind wir bist du Harry Potter? Was ist das denn? Ein Schrein der Hoffnung. Selbst in diesen Zeiten können wir nicht die Dinge aufgeben, die uns menschlich machen. Nein, wir nehmen es nicht. Okay. Ich soll da jetzt alleine runter? Das wär's. Rein da. Wirklich? Oh mein Gott. Wirklich? Oh Gott. Denk dran, alles hängt von dir ab. Von dir allein. Wow. Bis zu unserem nächsten Treffen, Artyom. Ja, bis zu unserem nächsten Treffen. Khan. In der Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik. Und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ich suchte nach Andrei, dem Waffenschmied, aber er fand mich zuerst. Hallo? Halt! Wer ist da? Nicht bewegen! Ich bin Artyom! Hey, alles gut. Es ist ein Mensch. Mach das Licht aus. Nun, du siehst nach einem Menschen aus. Das ist es, was zählt. Komm herein, wir sind eine freie Station. Sei vorsichtig, Junge. Unsere freie Station steht unter dem wachsamen Blick der Roten. Verfolgungswahn heißt das neue Spiel hier. Also bleib unter dem Radar. Verstanden? Alles klar. Achtung, Achtung! In der Waffenkammer wird derzeit eine Ausweiskontrolle durchgeführt. Bitte bleiben Sie bei Ihren registrierten Wohnstätten und unterstützen Sie die Gesetzesvertreter bei Ihrer Arbeit. Seien Sie aufmerksam, Genossen. Der Feind schläft nie. Maybe. Gesicht zur Wand. Dies ist eine Inspektion. Aber nicht doch. Ich bin doch nicht vom anderen Ufer. Lass den Quatsch. Bereit machen zur Inspektion. Dafür bin ich immer bereit. Herr Doktor, könnten Sie auch meine Prostata untersuchen? Mein Pipi leuchtet so seltsam. Muss wohl die Strahlung sein. Du Freak! Hölle! Dann treten Sie doch dahin, wo es Ihnen am besten gefällt. Ganz schön schlapp. Kriegen Sie nicht genug zu essen? Der ist ein echter Komiker. Davon sieht man nicht viele. Dann probier mal das hier, du Knallkopf. Aua, ach, das war schon besser. Aber meine Großmutter würde sie trotzdem schaffen. Buchten wir ihn ein. Schauen wir mal, wie seine Witze in der Lubjanka klingen. Psst, Ruhe. Und wer bist du? Der Freund dieses Komikers? Hände ausstrecken.
Du bist verhaftet. What? Schon gut, schon gut. Ich komme auch so mit. Schisser! Ich bring ihn um. Los, kommt mir nach. Sei vorsichtig, Idiot. Hier. Ich dachte, das ist hier eine freie Station, warum werde ich verhaftet? Links? Sagt links. Wenn es in dieser Welt noch einen Gott gibt, war er an diesem Tag bei mir. Ich wurde von Kahns Freund gerettet, André dem Schmied. Und er wurde mein Ticket raus aus der Station der Kommunisten. Der einzige Weg führt aber über ein gottverdammtes Schlachtfeld. Die Front zwischen den Faschisten und den Rotten. Du brauchst eine Verkleidung. Nimm diese Overalls und ziehe sie über deine Sachen. Die Roten suchen Freiwillige, um die Befestigungen der Faschisten zu stürmen. Sie wollen gerade einen Zug voll mit neuen Rekruten direkt ins Gefecht schicken. Aber du wirst unangekündigt mitfahren. Nicht gerade erster Klasse, aber du musst auch nicht mit deinem Blut bezahlen. Sobald der Zug an der Streckensperre vorbei ist, bist du auf dich selbst gestellt. Hm. Oh. Was, was ist das? Was ist das? Was? Ich nehme die mit. Warum auch immer, aber ich nehme die mit. Wo ist er jetzt hin? Hallo. Ich darf mich echt nicht mehr umsehen. Ich darf mich nicht mehr umsehen.